30 Jahre Bundesfrauenministerium. Hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verbänden, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Medien feierten mit Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig bei einem Sommerempfang im Berliner Dienstsitz. Ich freue mich sehr, dass so viele Gäste zum Geburtstag des Frauenministeriums gekommen sind, weil es sind alles Partnerinnen und Partner, die gemeinsam mit uns an einem Strang ziehen, die Rechte von Frauen durchzusetzen und auch dafür zu sorgen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Es geht nur gemeinsam, Männer und Frauen zusammen, und das bilden hier auch die Gäste ab. Unter den geladenen Gästen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich als Bundesfrauenministerin AD im Kreis der Kolleginnen und Nachfolgerinnen austauschte. In ihrer Rede ging sie unter anderem auf die gesellschaftliche Entwicklung der Rollenbilder ein. Seit 1949 im Grundgesetz ist es gesagt worden, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Aber auch dieser Satz war keinesfalls selbstverständlich. Auch darüber haben wir heute schon gesprochen, sondern auch das war dem außerordentlichen Engagement von Frauen zu verdanken, dass er überhaupt ins Grundgesetz kam. Und deshalb möchte ich an diesem Tag doch einfach auch ein Dankeschön sagen allen, die sich in der Frauenbewegung, sei es wo auch immer, engagiert haben. Ohne sie wäre es zum Frauenministerium in Deutschland nicht gekommen. Herzlichen Dank für die, die heute mit dabei sind. Das Rollenverständnis von Männern und Frauen verändert sich. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig hob weitere politische Handlungsfelder hervor, die für eine gerechte Gleichstellungspolitik auf den Weg gebracht werden müssten. Ja, wenn Frauen sich für Kinder entscheiden, gehen sie eher in Elternzeit als die Männer. Ja, wenn Frauen sich für Kinder entscheiden, dann gehen sie eher in Teilzeit als die Männer. Ja, wenn Frauen für die pflegebedürftigen Eltern da sind, dann nehmen sie eher eine Auszeit. Aber ist das Privatsache der Frauen? Ja, die Entscheidung für Kinder ist eine Privatsache. Aber die negativen Folgen im Berufsleben ist keine Privatsache. Das ist politischer Auftrag von Sozialverbänden und Politik, diese negativen Folgen zu beseitigen. Wir haben die Lohnlücke von 21%, und egal, wie man die Ursachen herleitet, die Ursachen sind keine Rechtfertigung dafür, dass Frauen und Männer im 21. Jahrhundert unterschiedlich bezahlt werden. Die Lohngerechtigkeit, sie ist nur eine Aufgabe von Politik und Wirtschaft, um die Gesellschaft für Frauen und Männer gerechter zu gestalten. Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich wünsche mir sehr, dass wir auch die Männer stärker unterstützen. Es gibt viele moderne Männer, junge Väter, die auch sagen, auch ich will Zeit für ein Kind, und ich möchte, dass wir eine Berufswelt haben, in der es selbstverständlich wird, dass Väter und Mütter auch mal Auszeiten für Kinder nehmen.